harte Zeiten, Bruder, Bruder. Lele, 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 Din, 15 Euro von Bessamin. Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren heute, Leute, auf Ari Beats und Ferro47 YL Amphetamin. Ihr wolltet es. Ferro, ihr habt mich gekillt. Gekillt heute mal mit dem Arm so ausgestreckt, muss ich mit dem Handy filmen, bin im Urlaub, auch mit einem Handy hören, dies, das, ihr wisst Bescheid. Reaction ist da. Ferro47. Ich habe ja, Leute, auch auf den Trailer reagiert und deswegen wollten auch viele das. Ich habe geguckt, YouTube-Kommentare ist voll mit Ferro bei mir, die letzten Videos. Dann gucke ich auf Instagram, ihr schreibt mir, reagiert auf Ferro. Boah, meine Nase full rot hier, Leute, keine Ahnung, was hier passiert ist. Egal, Leute, nur damit ihr Bescheid wisst, das ist halt unnormal anstrengend, im Urlaub Videos zu machen und diese zu schneiden. Aber für euch mache ich das, also, Junge, ich bin im Urlaub, habe jetzt schon 5-6 Videos aufgenommen. Okay. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Viele meinten, dass der Song ist richtig gut. Ich schreib die Texte wieder neu auf. Mein Schuss, der ging ja bergauf. SLS, Brabus, Türung, gehen auf. Du hörst ein Rumm. Ich nehm die Schüsse jeder in Kauf. Doch meine Ratatat an dich auch. Mama, mein Leben hängt davon aus. Ich dank. Boah, ich muss sagen, der Beat ist unnormal düster. Der Beat ist auf jeden Fall düster, kann man sagen. Schön aggressiv. Ich erwarte gleich unnormal Schrei von Ferro, weil im Trailer gab es auch so eine kurze Stelle, wo man Ferro schreien gehört hat. Ich liebe das mit seiner kratzigen Stimme. Und ja, bin halt sehr, sehr gespannt auf diesen Song. Amphetamin, Alter. Noch nie hat mich jemand so voll gespammt wegen einer Reaction. Aber ja, ihr seid ausgerastet. Die am Gassen rollen durch wie ein Panzer, ja. Ich grüße im Lage neuen Jaguar. Leute, das ist einfach unnormal geil, wenn Ferro hat ja diese, so eine einzigartige Stimme und wenn er damit dann singt, quasi diese, in diese melodische Richtung reingeht, es hört sich das einfach nur stark an bei ihm, ich liebe es einfach, so passt einfach hier dieses vom Übergang von Rap zum melodischen Gesang mit seiner kratzigen Stimme, liebe ich. Feier ich, weil das gibt's einfach nicht im Deutschrap. Das ist einzigartig. Harte Zeiten, Bruder, Bruder. Lele, 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 Din. 15 Euro von Bessamin. Aye, Lele, Aye, Lele, Lele. Lele, 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 Din. 15 Euro von Bessamin. Aye, Lele, Lele. Mein Gott, Junge, der rastet ja vollkommen aus. Was machst du, Junge, was machst du? Jetzt weiß ich, warum alle meinten, Junge, bitte Ferro, Junge. Der rastet ja komplett aus. Ich hab euch gesagt, boah, Leute, Schnupfen ist da, aber ich hab euch gesagt, ich will einen Song haben, wo ich Ferro komplett, so wie diese Faust ausrasten, sehe. Und das hat er hier wirklich gezeigt. Das hat er hier in dieser Hook gezeigt. Die Hook ist zu wild, zu krank, die ist anders. Ich schwöre euch, die Hook ist anders. Ich muss sagen, hier in Deutschrap, was mir richtig hier gut gefällt, dass immer Deutschrap internationaler geht, immer eine andere Sprache dabei ist, weil Ferro mit Kazat war ja genauso. So Deutschrap, sei es jetzt mit Französisch, sei es jetzt mit Türkisch, sei es mit Kurdisch, Englisch, Albanisch, Russisch und wie sie alle heißen. Deutschrap in Kombination mit einer anderen Sprache ist geil. Mein Schnupfen fuckt mich ab, Leute, weil es schon seit 4 Tagen so ist und es regt mich auf. Ist halt nichts Wildes und so, aber trotzdem regt mich das auf. Cannabis, maladie, qualité. Je tourne dans la villa pas d'heure, sur un fond de Jackson. BTO, Jack, sa mère. Distribue les packs dans les années sombres, dans les années sales, dans les années que la haine m'a mis. Du jour ne fais pas semblant, t'es tout pâle, c'est bien ce qui me semblait. Tous les jours, ma gueule, c'est sanglant. Je rentre. Mir gefallen unnormal, Leute, diese ganzen Wechsel in diesem Song. Weil meine Haare sind zu schlimm, aber ich weiß, diese Wechsel, sei es jetzt mit dem Flow, dieses. Ne, von diesem YL und dann wieder durchgeflowt und dann wieder jetzt eine ruhige Stelle, bisschen melodischer, bisschen mehr Gesang. Diese ganzen Wechsel in dem Song sind schon geil. Also ist schon geil gemacht worden hier. Das könnte mit Ferros bester Song werden. Boah, ich schwöre, das könnte Ferros bester Song sein, weil
Die Hook ist anders. Die Hook ist zu wild. Ich mach weg. Vorbei. Vorbei. Diese Hook ist vorbei, Leute. Vorbei. Es ist zu wild. Mein Finger ist sogar am Ausrasten, dass er hier an die Kamera rangeht. Geil. Geile Hook. Geile Hook. Ich sag euch, beste Hook, die ich jetzt von diesem Monat. Der Song ist zu krass, Leute. Mit der Beste, den ich gehört habe. Ich schwöre, ich liebe den Song. Aber weil das Ferro Stimme wieder ist. Weil das Ferro Stimme ist und wenn Ferro rumschreit und dieser Beat ist ja mal geil, Alter. Mit diesem Effekt da. Das hat Ari Beats gemacht. Sag euch, ich habe jetzt mal gecheckt, warum viele den Song wollten. Weil der Song ist zu krass. Der Song ist wirklich zu krass. Ich liebe diesen Song. Ohne Spaß jetzt. Aber mir gefällt am meisten diese Hook. Parts fand ich, Leute. Parts fand ich war okay. Bis gut sogar. Parts fand ich war okay. Bis gut so. Aber Hook hat mir richtig gefallen. Diese Hook hat mir richtig gefallen. Leute, ich hoffe, euch hat diese Reaction gefallen. Bin im Urlaub wieder diese Haare, Alter. Bin im Urlaub. Lasst einen Daumen nach oben da, dass ich aus dem Urlaub für euch noch Reactions baller. Ein vorproduziertes Video habe ich noch. Eins habe ich noch hier aufgenommen. Das lade ich jetzt noch hier hoch. Und ja, Leute, das war's mit der Reaction zu Ferro 47. Für mich kann das sein Lieblingssong sein. Ich muss den Song mehrmals anhören. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Song ihr am meisten feiert. Das war's. Macht's gut. Haut rein und ciao.